So, Fans, auf euren Wunsch hin schauen wir uns jetzt das Sternzeichen bzw. Sonnenzeichen Krebs in Verbindung mit dem Aszendenten Skorpion an. Zuerst einmal zu sagen ist natürlich, dass es eine zweifache Wasserkombination ist. Das bedeutet einfach krasser Gefühlsmensch und durchaus krasse Gefühlsschwankungen. Also quasi sind sie sehr emotional veranlagt, wobei es sich bei dieser Kombination oft darum handelt, dass sie ihre Emotionen nach innen tragen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass nach außen eine gewisse Härte oder auch Dominanz an den Tag gelegt werden kann. Sie sind durchaus keine einfachen Charaktere, denn sie machen eigentlich nie das, was die Außenwelt von ihnen erwartet. Sie machen eher das, was ihren eigenen Prinzipien entspricht, und da sind sie auch sehr knallhart und sind sich selber vor allem treu. Sein Antrieb ist quasi fast ein Zwang zur Leidenschaft, denn wenige Menschen leben ihre Gefühlswelt so intensiv und so tiefgründig aus wie diese Kombination der Wasserzeichen. Sie wirken zwar sehr dominant nach außen, aber oft werden diese Menschen einfach Opfer ihrer eigenen Emotionen. Und wenn sie in so einen Rausch verfallen, dann können sie auch gar nicht mehr von der realen Welt unterscheiden, beziehungsweise spielt in solchen Momenten die reale Welt gar keine Rolle mehr, weil sie so in ihrer emotionalen Gefühlswelt gefangen sind. Dann neigen sie dazu, dass sie sich wirklich ein paar Tage zurückziehen müssen, um sozusagen ihre Akkus wieder aufzuladen. Diese Menschen besitzen eine sehr charismatische Ausstrahlung und eine sehr gute Beobachtungsgabe. Das bedeutet, dass sie Schwingungen in einem Raum oder Emotionen von anderen Menschen sehr gut aufnehmen können. Trotzdem tendieren sie dazu, nur bei Kontrollverlust einzugreifen. Eigentlich lassen sie den Dingen viel lieber einfach ihren Lauf und beobachten das Ganze. Krebse mit Aszendenten Skorpion lassen sich selber eher weniger helfen, sind aber dazu in der Lage oder wollen das auch, wirklich anderen Menschen zu helfen in jeglicher Situation. Also sie setzen sich wirklich krass für andere ein. Und in der Liebe kann man zu dieser Kombination sagen, sie machen keine halben Sachen. Also entweder ganz oder gar nicht. Für mehr macht das Plus weg.